Herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Challenge von Pokémon Kristall. Und zu einer Challenge gehören immer zwei. Ich, der Rü, der Duran, macht das nicht alleine, sondern hat mir einen dazugeholt. Der Ryu ist dabei. Hi, Hi Ryu. Leute, ich muss noch eben den Visual Game Boy Advanced ein bisschen leiser machen und dich vielleicht ein bisschen lauter. Oh, ich bin ein Junge, jetzt habe ich mich verklickt. Mist. Und ach ja, kann man ja mal Kristall auswählen. Ach, ich Idiot, ich habe schon wieder keinen Controller angeschlossen. Ja, Vorteil, Duran. Nein, alles gut, ich warte. Ich erkläre in der Zwischenzeit, während du anschließt. Das hier wird ein interessanter neuer Run, den es noch nicht gab vorher. Zumindest von uns. Wieso noch nicht? So noch nicht. Wir spielen Pokémon Kristall Only Run. Das habt ihr doch schon Hab mal ich schon gemacht. zweimal gemacht. Stimmt nicht. Dreimal So wie wir es gemacht. jetzt machen, haben wir es noch nicht gemacht. Und wir, Leute, haben uns das überlegt. Und zwar nehmen wir den gleichen Starter. Feuerriegel ist heute das Pokémon, was wir nehmen. Und das Schöne ist jetzt, dieses Feuerriegel darf sich nicht entwickeln. Yay! Eine Pokémon Kristall Challenge, Feuerriegel No Evolution Run. Der Gewinner ist wieder mal üblich normalerweise der als erstes Red klatscht. Scheiße, ich krieg sie hier, dafür müsste ich den Emulator nochmal schließen. Ich gehe jetzt mit der Tastatur. Können wohl noch mal eben. Warum machst du die Folge oder sollen wir jetzt eben? Wir können auch Nee, pausen. nee, passt schon. Eine Tastatur. Ich bin's ja von Pokémon MMO gewohnt. Ach ja, wenn es geht, ist alles gut. Wie Ich merke später auch haben wir gerade, mein das? Ingame-Sound ist zu laut. Ich muss ihn auch etwas leiser machen. Ach Leute, live dabei. Der ist schon auf 3. Und dann machen wir auf 2. So, ich warte jetzt erstmal hier vorne, bis ich mein Feuerriegel nehmen kann. Viertel nach drei, ich hab verschlafen! Professor Linz scheint Student zu sein. Bei mir ist es Eich. Also der Ach jetzt gerade ja. redet. Er Ja. scheint Student zu sein. Alles Faules Pack. die gleichen Spessemacken. Moment, ich hab's. Diwan, nimm ein Pokémon. Ne, das Endivier, das will ich nicht nehmen. Oh, du bist ja auch schon weit. Ich bin in meiner Namenauswahl. Wo ist denn das Ja. Meer? Ich warte ja direkt vorher hier mit dem Auswählen. So. Da ist Feurigel. Ich gebe ihm schon mal einen Sch Nein, ich warte noch mit dem Aus. Nein. Ich warte noch mit dem Aussuchen. Ich stehe jetzt direkt davor und muss nur noch Ja drücken. Sag mir mal Bescheid, wenn du soweit bist. Und dann beginnt die Challenge. Ja, weil wie wir das machen, ist, ich rede einfach mal ein bisschen, komplett uns überlassen. Wie hoch wir Feurigel pushen. Wir müssen natürlich alle Arena-Leiter besiegen, das ist klar. Die Liga ist natürlich auch logisch. Wenn wir zu Red wollen, muss alles gemacht werden. Wie viele Trainer geklatscht werden, ist total egal. Also theoretisch können wir sagen, wir gehen durch Kanto durch, ohne Trainer zu besiegen, wir gehen nur in die Städte. Gut, bei einem Feurigel-Only-Run ist das ziemlich doof, denn ja, Feurigel ist nicht das stärkste Pokémon. Bei Tornupto hätte ich jetzt gesagt, ja, dann nehme ich Kanto nicht mit, aber bei Feurigel, mal schauen. Wir müssen natürlich dazu sagen, wenn es passieren sollte, dass sich unser Der liebt es, Feurigel entwickelt. Dann, und wir die Entwicklung nicht rechtzeitig abbrechen, dann ist, ja, was ist denn dann, Ryu? Haben wir verkackt. Ja, oder müssen wir in dem Moment nochmal neu starten, wo der Safe State war? Ja. Ja, Ja, stimmt ja, wir nehmen ja auf 200%. Das könnte mal schnell passieren, wenn man nicht aufpasst. also würde ich sagen, dass wir Pi mal Daumen, jeder nach seinem Ermessen, bei einem Level, kurz vor einem Level-Up ein Safe State macht. Oder nee, das ist doof. Müssen wir gucken. Also, wenn man wirklich zwei Ja. Stunden lang dann nochmal nachspielen muss, hat man halt Pech gehabt. Ja, das ist natürlich scheiße dann, wie gesagt. Also da nach eigenem Ermessen. Also es wird jetzt nicht nur Safe State, Safe State, Safe State sein. Nee, Man nee, muss nee, halt nee. den B-Knopf drücken. Wenn nicht, ist man halt selber schuld. Oder wir machen es wirklich so, dass wir sagen, ohne Safe State und wenn sich das Ding entwickelt, ist Challenge durch. Verkackt! Nein, ich hab nicht schnell genug X gedrückt! Das wäre eigentlich. Und das wäre mal noch ein interessanter Anreiz. Bist du soweit? Bist du bei Ja, keinem. warte, ich muss Bei ihm noch Namen eingeben. Der Ach, nimmt immer mir noch noch. zu viel. Ja. Ah, Geschwindigkeit. Welches Vieh Oh. nenne ich denn Feuerriegel? Ich weiß schon. Wie nenne ich ihn denn? Ich weiß es schon. Ich nenne ihn Herz. Er hat es verstanden. Soll ich ihn Pik nennen oder was? Dekaro? Kannst Nee. ihn auch Diamante Oh, nennen. Trebol. ich weiß einen. Ich weiß einen. Nee. Ja, das passt nicht. Zu was passt denn Feuerriegel? Sabo?
Sabo hatte ich schon letztes Mal. Der Luis mein Magma. Ich hätte erst an Lao Ji gedacht, aber das passt nicht, dafür ist Vollrio zu klein. Könnte ich den denn... Also ich hab's jetzt, ich stehe jetzt... warte noch, ich bekomme noch Tränke. Ja. Ach, du bist schon so weit? Ja. Ja, dann muss ich ihn erst mitnehmen. Warte draußen. Ach so, ich habe jetzt... Ja, jetzt habe ich Vollriegel. Vollriegel... Oh, ich habe einen Namen, ich nenne dich so, ich weiß was. Dachte doch eben. Ja, Moment, warte, ich muss erst den Namen, ich muss erst gucken, ob es aus, gut aussieht. Oh, das passt, glaube ich, sogar. Nein. Ich habe ihn Rachie Line genannt. Oh, das ist süß. Rachie Line. Weil er, wenn er wütend ist, raged. Duane hält Lins Nummer. Hm. Ein fieser alter Mann. Gib mir deine Handynummer. Igitt. So, ich habe auch Tränke. Wo bist du denn jetzt? Ich stehe quasi vor dem ersten Baum. Also, ja, weißt du was, ich stimme mich vor das Labor ist einfacher. Direkt ja. Vor die Tür stehe ich jetzt. Okay, und 3, 2, 1, go. Go! Die Challenge go, beginnt. Schnappe. Die Challenge beginnt. Nein. Übrigens, Ryu, falls du es noch nicht gemacht hast, ich habe Animationen aus und Kampfstil folgend. Nee, ich habe Animation noch an. Ja, ich habe die ausgemacht. Ich verliere Zeit! Übrigens gilt auch hier wieder die übliche Regel, wer ein Shiny findet, darf es fangen. Was dabei in Kampf? Das bringt ja nichts. Scheiße, wie geht denn die Kacke nochmal? Pokémon, wie jo, geht Pokémon? Extempo, nein, das weiß ich. Geil. Bist ein Held. Aus Kampfstil folgend. Namentyp. Bei. Oh, bin ich. Geil. Oh, geil. Geil, geil, geil. So macht das Leben Spaß. Ah, Gott, der Augenkrebs ist real. Ist alles zu schnell. Ja, das ist ungewohnt, denn wir kommen aktuell aus der Pokémon MMO Staffel 2. Das ist ungewohnt, dass wir auf einmal jetzt wieder hier landen. Und auf 200% spielen. Ehre. Laufschlampe. Ja Leute, ihr dürft jetzt in den Kommentaren übrigens auch Tipps abgeben, was ihr meint, wer diese Challenge gewinnt. Der Gewinner bekommt, wer es als erstes hier getippt hat, bekommt, das sehen wir dann. Kommt ein T-Shirt. Ich bin schon immer gewünscht. Ja, ein getragenes T-Shirt von uns beiden. Eklig, ungewaschen am besten. Ja. Der Duft des Let's Players. Okay, dann kriegt derjenige, der gewinnt hat, auf jeden Fall ein T-Shirt von mir, das ich während einer anstrengenden LOL-Session hatte. Weil ich schwitze dabei echt wirklich immer wie so ein Tier. Richtig ekelhaft. Ey, ganz im Ernst, so ein 50-Minuten-Game, wenn es wirklich schlimm und anstrengend ist, allein gestern wieder. Mhm. Ich schwitze dabei wirklich jedes Mal. Das tut mir leid. Ja, mir guck mal, auch. Aber das ist cool, denn so braucht Ryu keinen Sport. Der bleibt so fit. Nee, so bleibt der fit. Pro LOL-Match mindestens 50 Kalorien. Das ist ja wenig. Hättest du jetzt 500 gesagt, wäre voll geil gewesen. 1000? Ja. 1000 Kilokalorien. Also pro Minute meinte ich natürlich 50. Ach ja, okay. Ich verbrenne meinen täglichen Tagesbedarf an Cholesterin und Kohlenhydraten und Kalorien verbrenne ich alle bei einer Runde, LOL. Nur durchs Rumschreien. Ja. Ah, wie geil. Wie geil das wäre. Oh, Noobs. Dann würde die Welt nur noch LOL zocken. Gott. So much Unfähigkeit. Was sagst du eigentlich dazu, dass Schalke sich jetzt in den E-Sport eingekauft hat? Dass ich Schalke was? Schalke ist jetzt in der LCS, also in ach ja, stimmt. Die haben dann League of Legends gekauft. Ja. Admins, glaube ich, haben sie übernommen. Das weiß ich, finde ich irgendwie cool. Irgendwie schon. Das hat irgendwie halt das Style, weiß ich auch nicht, aber ich finde das irgendwie cool. Weil da haben wir nirgendwo mehr Fußballclubs, sondern nur noch LCS-Clubs. Ja. Ich spiele halt nur noch LOL. Aber die Idee ist eigentlich, die ist wirklich nicht doof, ne? Also ganz im Ernst, wenn jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel irgendein Match in der Schalke-Arena tatsächlich gespielt werden würde, weil da werden ja auch Konzerte unter anderem abgehalten, ja. Das wäre gar nicht mal mehr so weit weg. Ne, das stimmt, das wäre nah dran.
Auf Schalke, da fährst du nicht, da fährst du, ja, wie lange fährst du Ich da? glaube, ich fahre eine Stunde bis nach Gelsenkirchen. Ja, ein bisschen länger fahren wir, aber wenn wir mal zum Fußballspiel fahren, aber ja. Und du musst dir, also das ist wirklich. Und die machen Irgendwie hat das natürlich auch was. Werbung für sich, ne? Auf jeden Fall. Sowohl für den E-Sport als auch für Schalke. Ja, das ist echt clever gemacht, wenn man sich so überlegt. Weil ich trotzdem nicht glaube, dass E-Sport so eine Bedeutsamkeit in Deutschland erhalten wird, wie es Fußball hat. Da ist Fußball auch viel zu sehr mit der Kultur verwurzelt. Aber es wäre schon cool, wenn es ein bisschen so mehr an die Massen herangetragen wird und du dich nicht immer auch rechtfertigen musst, nur wenn du dir das Zeug zum Beispiel anguckst. Ja, das Was stimmt wohl. guckst du? E-Sport. Was ist denn E-Sport? Ja, Electronic Sports. Da wird ein Videospiel gespielt. Hä? Was guckst du dir an? Nee, was macht sie da Allein der irgendwie? verständnislose Blick meines Bruders jedes Mal könnte ich auch mich aufregen. Ja, ich meine, ich muss mal überlegen. Wir sind jetzt auch schon im gestandenen Alter. Und wenn ich dann sage zu Kumpels oder irgendjemandem, mal, ja, hier, ich bin auf YouTube tätig oder sowas, was? Ist auch für kleine Kinder und sowas. Ich sag, was? Hä, willst du Geld verdienen oder was? Nein, ich habe einfach nur ein Hobby. Tut mir leid. Ja, Der eine das kauft sich ist. einen Tennisschläger für 130 €, der andere kauft sich ein Mikro für 100, für 800, für 800, für 80 €. Jetzt erklär mir mal den Unterschied. Der Tennis spielt, wird auch wahrscheinlich nie Profi werden. Ja. Oder auch diese Grundsatzdiskussion früher mit meinem Vater. Diese scheiß Videospiele, gib doch dein Geld für was Vernünftiges aus. Ich so wie du, die den Tennisschläger für 200 € holst, damit du einen guten hast. Oh, Scheiße, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Nee, doch nicht. Alles easy. Has already evolved. Ja, Challenge vorbei. Nice, 11 Minuten, geil. Ne, der Rivalenfight hat mich ein bisschen aufgehalten. Wo hat dein Pokémon? Ich zeige dir. Ich habe tatsächlich jetzt drei Tränke verschwendet bei dem Typen. Jetzt Ernsthaft? wäre ich verreckt, ja. Ja, weil er zweimal Silberweg gemacht hat und meine Rauchwolke, die ich eingesetzt habe, immer dazu geführt hat, dass er trotzdem trifft. Dein Silberblicker-Service war instant gefailed. Hat er dir deinen Namen gesagt? Ja, mein Rivale ist und bleibt immer der Ryu, also muss ich ihn auch Ryu nennen. Ryu kriegt diesmal Großbuchstaben. Ryu. Mein Name ist... Fragezeichen, Fragezeichen, So. Fragezeichen. Wow, such mysterious name. Please tell me more. Das ist ein Pokémon-Ei. Ich muss erstmal zurücktreten. Das ist ein Ei. Lecker Omelett. Ich renne jetzt mal eiskalt am Labor vorbei. Die Brain AFK. Ich gehe zur Liga. Langen roten Haaren. Lang sind die jetzt auch nicht. Das war der Duran. Ich habe es genau gesehen, du alter Pokémon-Dieb. Nein, diesmal sollst du das Geld nicht für mich sparen, Madame. Nein, Mama, bitte. Denn diesmal kaufst du nur Quatsch. Nein! Ich verklick mich dauernd, weil alles so schnell ist! Na, pff. Was machst du denn da? Scheiße. Ach so. Das Übliche Ich sag also. aber so, Duran! Mit Ausrufezeichen. Ach lol, ich geht ja gar nicht automatisch weiter. Das ist so schrecklich, ich hab Pokémon geschult! Steht da 5 Minuten, nö, geht ja gar nicht weiter hier. Aktiv Geld verbrennen. Oh yes. Bla 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 bla. Hier, Pokebälle! Ich wollte gerade sagen, brauche ich gar nicht, aber ich muss mir noch Sklaven fangen. Ja. Oh, ich brauche ganz schnell was, was zerschneider kann. Das will ich nicht meinem. Will ich niemandem Vollriegel beibringen. Will ich auch nicht machen. Ich habe dich schon mehrmals gesehen. Ich bin zweimal hier vorbeigelaufen, Junge. Steht deine scheiß Base. Was du später machen solltest, wäre vielleicht das rote Gyarados fangen. Das kann alle Wasser-VMs lernen. Ja, das hatte ich auf jeden Fall Ja. vor. Das ist das Cleverste, hab ich im Schiff. Nein! Ich wollte das Visor fahren, aber ich hab's geklatscht. Fuck, ich bin Level 9. Ich level zu schnell, ich bin zu stark, ich töte alles. Geh auf die nächste Route, da sind die nicht so stark. Oder nicht so schwach. Oh doch, Raupi ist Level 3. Wow, Level 3. Wow! Ich glaube, ich weiß schon, ich guck mich mal da oben nach einem Knuffenser um. Das kann auch Blitz, wenn man es mal braucht. Ich habe jetzt auch die Tage, meine Hast Rolle du auch deine Tage? momentan. Was? Nee, ich habe nicht meine Tage. Ich Ach habe die so. Tage über etwas nachgedacht, nämlich dass ich mir eventuell in LoL die falsche Rolle fürs Ranked ausgesucht habe. Wieso? Ich spiele ja meistens Top Lane Echo auf Tank, das momentan extrem stark ist.